Wir sind in einer Krisensituation. Es ist für uns als deutsche Wirtschaft nach einem Jahr Corona, leiden viele betroffene Unternehmen. Wir schauen wie die Schlange aufs Kaninchen. Jeden Morgen die Inzidenzwerte und ist am Freitag dann über 100, sperren wir die nächste Woche die Schule wieder zu. Die ist natürlich sehr dominant. Ganz einfach deshalb, das will ich kurz erklären, weil es die schnellste Zahl ist. Andere Zahlen folgen, die damit korrelieren. Zum Beispiel die Belegung der Intensivbetten. Das ist ja das Grundproblem, dass das Virus einfach seiner Biologie folgt und nicht unseren Plänen, nicht unseren Wünschen. Sollte Bayern das erlauben, gibt es solche Modellregionen jetzt bald und das ist zumindest ein Plan der Regierung. Absolut. Ich komme selber aus Stuttgart und da ist Tübingen nicht weit weg. Und Tübingen ist ja eins der Vorreiterstädte und Regionen mit dem Tübinger Modell. Und wir sehen seit 2 Wochen, dass es funktioniert. Man braucht eine wirklich gute Teststrategie. Dadurch kann man auch der Wirtschaft, den Gastronomen, dem Kino, dem Theater wieder eine Perspektive geben. Und gleichzeitig, und das ist der wichtige Punkt, schafft man Anreize für Bürgerinnen und Bürger, sich auch testen zu lassen. Und man deckt auch die Fälle auf, die Positivfälle, und kann dadurch die Infektionsketten durchbrechen. Die Menschen können in Quarantäne gehen. Und man hat einen Überblick, wie es in der Stadt, wie es in der Region aussieht. Und das ist das Wichtige. Wir können nicht weiter so ideenlos in dieser Lockdown-Politik verharren. Das macht uns als Unternehmer wahnsinnig. Wir brauchen eine Perspektive, wir brauchen eine Langfristperspektive. Ja, und vor allen Dingen frage ich mich ständig, ist nicht viel unlogischer, nur rein aufgrund der Inzidenzen zu öffnen oder zu schließen, und zwar ohne Testungen. Ja. Ich habe unter 50, dann darf ich alles. Das ist korrekt. Ich habe unter 100, darf ich weniger öffnen, aber ich darf nur öffnen. Ich habe über 100, ich darf gar nichts mehr öffnen. Also das ist doch eine völlige Unlogik in der Geschichte. Da ist doch viel vernünftiger. Ab einer gewissen Inzidenz ist das nicht mehr möglich, weil dann schießt es tatsächlich durch die Decke. Dann ist das auch nicht mehr machbar für die Kliniken, und die braucht man natürlich, weil auch die Krankheitsfälle bei den Jungen mittlerweile mehr werden. Und es wäre auch völlig unrichtig zu sagen. Also wenn ich kurz was dazu sagen darf. Da findet keine Infektion statt, weil Infektionen halt einfach überall stattfinden, wo Menschen sich begegnen, und die Gefahr ist immer da. Und wir können aber nicht bis ans Ende unseres Lebens jetzt in der Corona Pause verweilen, das geht nicht. Wir müssen jetzt überlegen, wo sind die richtigen Schritte, um allmählich wieder zu einem normalen Leben zurückzukommen. Herr Brockmann hatte sich an der Stelle gemeldet. Der Punkt ist natürlich richtig, dass niemand auch unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur auf die Inzidenz guckt. Es ist tatsächlich ein Fehler, dass man nicht betrachtet, wie sich die Inzidenz in der Zeit entwickelt. Also jede Bürgerin und jeder Bürger, die sich die Inzidenzkurven anschauen, sehen ja, dass die hochgehen. Und das ist das wichtige Signal. Und die Konzepte sozusagen für nach einem Lockdown sind auch alle richtig. Ne, das ist sozusagen das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen sagen, ist ja das, was wir lernen aus der Vergangenheit. Zum Beispiel war der letzte Lockdown ja viel zu lang. Schon im Herbst haben alle, ganz viele Expertinnen und Experten gesagt, wir brauchen einen kurzen, extrem intensiven und schnellen Lockdown. Der Frühjahrs-Lockdown letztes Jahr war extrem effektiv, war übrigens auch in vielen anderen europäischen Ländern oder auch weltweit sehr effektiv. Wenn man mal schaut, wie es wirklich funktioniert auf der Welt. Es gibt nicht so viele Orte, wo es wirklich gut funktioniert hat. Aber die Orte, wo sofort reagiert worden ist, wenn die Fallzahlen hochgegangen sind und massiv, aber nur eine kurze Zeit, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Insgesamt haben wir steigende und sehr hohe Zahlen. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie jetzt über Lockerungen reden? Also ich denke, die steigenden Zahlen, die relativ hohen Inzidenzwerte, vor allem der Anstieg jetzt im Vergleich zu vor 2 Wochen, vor 4 Wochen, zeigt, dass die Lage einfach nach wie vor oder wieder sehr ernst ist. Und ich halte gerade den Wert der Inzidenzen für den allerersten Alarmwert, weil sich von diesem Wert dann wiederum alle anderen Folgeentscheidungen und Folgewirkungen ableiten. Denn Sie können davon ausgehen, dass jeweils so und so viel Prozent der Positiven erkranken, möglicherweise schwerer erkranken, möglicherweise ins Krankenhaus müssen, möglicherweise versterben. Deshalb ist das der Wert, der uns schon sehr alarmiert. Wenn Sie über Differenzierung in den Regionen sprechen, dann komme ich nochmal zurück auf Tübingen. Da hat sich jetzt innerhalb von etwa 2 Wochen der Wert, der Inzidenzwert, 4,5-fach erhöht. Und im Ministerium, in Baden-Württemberg, im Sozialministerium, sagt man, wenn der Wert jetzt über 100 gehen sollte, und der liegt jetzt im Moment bei knapp 90, dann überlegen wir, das Modellprojekt jetzt einfach wieder zu stoppen. Jetzt haben wir die Situation, in Baden-Württemberg sagt man, bei 100 ist Stopp,
Aber in Bayern nächste Woche soll es so sein, ab 100 beginnen wir mit den Modellprojekten. Wie passt das zusammen? Naja, also zunächst einmal entscheiden wir nächste Woche. Es haben sich ja sehr viele beworben. Ich glaube, über 100 mittlerweile Landkreise, Städte. Da muss man eben sehen, oder der Gesundheitsminister wird das ausarbeiten. Wir wollen 8 solche Pilotprojekte durchführen, um auch unterschiedliche Kriterien in den Blick zu nehmen, um auch zu sehen, um einfach das zu testen. Aber die Frage ist ja, ob der Test jetzt in der momentanen Situation klug ist. Genau, und deshalb haben wir eben nächste Woche eigentlich eine Kabinettssitzung, um dann auch zu bewerten, wie hat sich die Lage in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Wie ist die Lage bei uns in einer Woche? Und völlig klar ist, wenn wir nächste Woche schon dazu kommen, dass wir es machen, dann müssten das sehr, sehr stabile Inzidenzwerte vor Ort sein. Möglicherweise muss man es aber auch ganz verschieben, weil es einfach jetzt zur Unzeit ist. Mir geht es eigentlich nur um was anderes. Es geht mir nicht jetzt so um die Kurzfristigkeit, irgendwelche Modelle einzuführen, die sie vielleicht dann nicht halten lassen, sondern wir haben ja jetzt im Moment eigentlich eine Situation, die nicht länger so tragbar ist. Wir schauen wie die Schlange aufs Kaninchen, jeden Morgen die Inzidenzwerte an, ist ja am Freitag dann über 100, sperren wir die nächste Woche die Schule wieder zu. Haben wir am Montag noch unter 100, dann darf Click and Meet stattfinden, ist der Inzidenzwert 3 Tage höher als die 100, dann sperren die alle wieder zu. So kann kein Mensch planen. So kann kein Mensch planen. Und darum würde ich wirklich, entweder wir setzen bayernweit einen Inzidenzwert fest, ab dem mit Testungen geöffnet werden kann, das wäre dann wahrscheinlich noch vernünftiger. Denn in einem gebe ich dem Florian Herrmann völlig recht, man kann nicht in einer Stadt, die im Moment Inzidenzwerte von 450 hat, dann über Öffnungen spekulieren. Das war ja völlig unsinnig. Das kannst du ja nicht mehr einfangen. Aber wir brauchen diesen Plan B, weil die Menschen beginnen, uns davonzulaufen. Die Menschen haben schon längst, ich merke es ja bei der Angabe der Kontaktpersonen, das ist ja der Klassiker schlechthin, die Bereitschaft, überhaupt noch mitzuteilen, mit wem Kontakt besteht. Die geben uns ja zum Teil nicht einmal mehr die Kontakte im beruflichen Umfeld an, um nicht dem Kollegen zu schaden, der dann möglicherweise auch in die Quarantäne müsste. Wir haben es geschafft, aus der Teststrategie, die übrigens in Bayern sehr gut ist, und bei uns mit 3 Teststationen jetzt in dem relativ kleinen Landkreis Regen voll vom Staat finanziert wird. Und meine Tochter wohnt zeitweise in Berlin und die fragt sie immer, ob wir eigentlich noch merken, wie gut das es uns geht, die 2-mal in der Woche zum Testen geht, weil es einfach auf Nummer sicher gehen möchte. Aber wir haben aus dem Testen eine Bestrafpolitik gemacht. Wer positiv getestet wird, der muss in Quarantäne. Wer negativ getestet wird, hat davon gar nichts. Und das müssen wir versuchen umzudrehen. Und das ist auch ein Teil dieser Modellregionen und der Strategien, die wir hier anwenden müssen.